auf. Oh. Das ist doch ein Dunkelfluor, oder? Und hier ist dann der Hellfluoro. Hm. Ach, ich glaube, ich verstehe. Ich habe verstanden. Okay, wir gehen jetzt hier runter. Und ich mache das echt nicht gerne. Wow. Glücklicherweise kann man nicht sterben, wenn man da... Nein! Oh, runterfällt. Aber man muss den ganzen Weg wieder neu laufen. Okay, definitiv ein Donkey Kong Level. Und ich muss dazu sagen, ich habe Donkey Kong nie gespielt. Ah! So. Nein, 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 nein. Hoch, 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 hoch. So, also. Hallo. Zack. 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 Und... Oh. Ja, Leute, das kann jetzt was dauern. Vielleicht schneide ich das ja später raus. Ist mein erster Versuch gerade so, ne? So von wegen. Aber ihr guckt mich ja sowieso wegen meinem Fail-Faktor. Zack. Denke ich zumindest. Boah. So. Das nervt gerade. Das rücken wir richtig. Und jetzt schaffen wir es. So, und Sprung. Und Sprung. Nein, nein, nein. Verdammt. Also, hallo. Ach, man könnte auch. Im Notfall. Aber jetzt erstmal nicht. Nein. Manchmal kommt mir jetzt vor, als ob der im Sprung noch springen kann. So, jetzt müssen wir uns darauf aber langsam mal konzentrieren, dass wir das mal schaffen. Weil das ist jetzt schon der 20. Versuch. Ich meine, jetzt gucken sowieso nicht viel, aber es sollen ja nicht noch weniger Leute gucken. Und ich werde auf jeden Fall gucken, dass ich es richtig render, damit das ein Part wird. Eieiei, Treppenfail. Eieiei. Nein. So, wir haben gerade erst versucht, drüben zu machen. Jetzt machen wir erst hier. Basta. Puh. Alle ab. Alle ab. Bisschen tiefer und jawohl. Oh. Oh. Schwere Geburt. Uiuiui. So. Erstmal dich aufmachen. Dann dich aufmachen. So, damit du nicht stirbst, hast du wahrscheinlich das. So. Hier schön Licht machen. Wie kriege ich denn jetzt da das Zeug ausgemacht? So, so. Ah. Jawohl. So, zack und hoch und drehen. Und da haben wir dich. Achso, hier oben müssen wir drücken.
Zack. Und ich habe vergessen, Skype auszumachen. Also, das Geräusch war definitiv bei mir, Leute. Keine Sorge. So. Tada! Ein neuer Samen erhalten. So, und an dieser Stelle mache ich mal eine kurze Unterbrechung und check mal eben, wer das ist und mache Skype mal eben aus. Bis gleich. So, und schon sind wir wieder da. Also wirklich aus ist Skype bei mir nie, aber zumindest offline gestellt. So. So, jetzt versuchen wir das hier auf dieser Seite nochmal. So. Eieiei. Boah, jetzt weiß ich auch, warum die Leiter da so lang ist. So, auf jeden Fall haben wir das auch geschafft. So. Er geht auf. Es ist noch dunkel da drüben. Aber ich möchte ganz gerne, dass der definitiv... Ach, das geht nicht. Außer vielleicht nicht darüber läuft eigentlich. Aber okay, passt schon. So, jetzt müssen wir mal gucken, welche Spritze die richtige ist. Vielleicht diese hier. So, hallo. Manometer. Tada. Wie weit läufst du? So, noch ein Stück. Ah, habe ich dich. So, das ist dann der Dunkelflur. So mit zwei Augen. Und go. La 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 la. So, noch schneller als er. Juhu. So. Tada! Neuer Samen erhalten. So, dann ist mein Glas auch leer. Wir mal eben kurz meine Reserven wieder auffüllen. Ja, gut. Dann einmal meine Wasserreserven wieder auffüllen. Nach oben. Passt besser. Dann einmal meine... Was das auch für ein Glibber ist. Leuchte, Glibber, Reserven wieder auffüllen. Und dann können wir hier runter. So. Puh. So, dann wollen wir mal schauen. Also, ich gehe davon aus. Dass wir, um die einzelnen Sachen aufzukriegen, bestimmte Fluoros hier reinschmeißen müssen. Das heißt zum Beispiel, wenn ich jetzt das Licht dahin seppe. Und hier mal an den Hebel ziehe. So. Hallo. Könnte ich zum Beispiel einen Dunkelfluoro auswählen. Ihn dann mit Wasser besprühen. Und sobald ich dann den hier mache, läuft er dagegen und macht mir die erst an und wieder aus. Hä? Okay, also muss das jetzt gleichzeitig, das muss also so gesehen ein perfektes Spiel sein. Mach dich mal kaputt, genau. Ja, ist kaputt. So, das heißt, ich müsste so gesehen das so machen, dass wenn ich den Schalter betätige, der darüber läuft. Aha. Das heißt, wir machen am besten den hier einmal. So. Und den hier einmal. So. Schmeißen hier dann ein Lichtfluoro hin. Der bleibt ja da grundsätzlich stehen wegen
dem Licht. So, und hier schmeißen wir einen Dunkelfluoro hin. Hallo. Na. Oh, das reicht immer zwei. Und wenn ich dann den hier betätige. Scheiße. Fail gemacht. Ah, nein, 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 nein. Oh, Mist. Na gut, das ganze Spiel nochmal von vorne. Wir haben ja Zeit. Also, hier einen Lichtfluoro. So. Hier einen Dunkelfluoro. So. Und dann den Schalter betätigen. Okay, das geht jetzt alles beide schon gleichzeitig. Aber wie komme ich hier oben durch? Ah. Und hier einfach mal einen normalen Fluoro. Dafür müssen wir jetzt schnell sein, theoretisch. Ach ne, müssen wir nicht. Das hat Zeit eigentlich. Ja, ich glaube, ich muss das wahrscheinlich gleich wieder. Ja, so ungefähr. Du bitte auch einmal. So, jetzt machen wir dich wieder aus. Machen wir hier einen neuen Fluoro hin. Jetzt geht's mir langsam das Wasser aus. So. Geht zwar jetzt langsam, aber egal. So. Und rein theoretisch sollte gar nichts passieren. Wenn ich einen Fehler gemacht habe. Okay, also. Wir laufen hier hin, machen den hier einmal so. Und den. Wir laufen hier hin, machen den hier einmal und den. Ganz kurz, aber der muss ausgeschaltet sein. Jetzt nehmen wir hier einen Dunkelfluoro, geben ihm etwas Wasser mit, so. Und nehmen hier einen Hellfluoro. So, nehmen hier einen normalen Fluoro und schalten hier den Schalter um. Der fällt da runter, geht auf den und alles geht auf. So, muss das denn immer so schwer sein hier? Und go. Und du kommst hier zu mir. So, und dann geht's auch schon wieder runter. Und da ist die nächste Pfeil. Ich möchte dieses Spiel jetzt durchgehen. Ihr merkt das. Ich werde jetzt wirklich hart durchzocken. Heute auf jeden Fall wird dieses Spiel endgültig fertig werden. Auch wenn es mir sehr, sehr viel Spaß macht. Aber ich möchte gerne ein neues Projekt anfangen. Und das möchte ich auch noch heute Abend beginnen. Oh. Nein, ich werde hier mal einen Hellfluoro reinschmeißen. So. Und werde hier grüne Gräbermasse reinmachen. Was nichts bringt, weil er sowieso nicht runterfließt. Beziehungsweise da wieder reingeht. Und was ist das hier? Was sowieso nichts bringt, weil ich da kein Wasser hingetan habe.